Anschluss finden 4, Tutorial, Kapitel 3a, Leseheft, Interview mit einem Sieger. Willkommen zurück. Schön, dass du weiterhin so fleißig bist. Heute geht es um ein ganz neues Thema. Welches das ist, wirst du bald herausbekommen. Wie immer, wenn wir das Leseheft bearbeiten, schauen wir uns zuerst das Bild an. Was siehst du? Ich sehe zwei Jungen und einen Mann. Der eine Junge ist viel größer als der andere Junge. Der Mann ist kleiner als der größere Junge. Er hat ein Handtuch umgehängt und alle tragen Sportschuhe und Sportkleidung. Der kleinere Junge hält ein Mikrofon in der Hand. Der andere ein Klemmbrett mit einem Zettel darin. Was ein Klemmbrett ist? Das ist meistens mit Kunststoff überzogener Karton. Oben ist eine Klemme, darin kann man Blätter einklemmen und durch die Pappe kann man darauf schreiben, ohne einen Tisch zu haben. Was vermutest du? Ich vermute, die beiden Jungen machen ein Interview mit dem Mann. Und jetzt werde ich neugierig. Du auch? Bitte lies jetzt gleich den Text auf der Seite 6, so oft, dass du ihn auch einmal laut lesen kannst. Such dir wieder jemanden oder etwas, dem du es vorlesen kannst. Unbekannte Wörter findest du wie immer auf der Seite 7, also gegenüber. Wenn du fertig bist, sehen wir uns ausnahmsweise gleich wieder hier. So lange bitte den Film auf Pause stellen. Bist du fertig? Na, das war doch etwas ganz Besonderes. Es geht jetzt um das Thema Ich bin so, du bist so, wie auch Leute anders sein können. Hast du schon Menschen gesehen, die kleinwüchsig sind? Die Kinder in unserer Schule schon. Bei einem Schulfest an unserer Schule war einmal ein Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen zu Besuch. Diese Goldmedaille hatte er bei den Paralympischen Spielen gewonnen. Alle Kinder waren begeistert von diesem coolen Mann, der völlig selbstverständlich mit der Tatsache umgeht, dass er viel kleiner ist als andere Menschen. Unser Text ist dieses Mal ein Interview. Ein Interview ist ein Gespräch, das man mit jemandem führt, um es zu filmen, oder als Podcast, das ist eine Tonaufnahme, aufzunehmen oder nachher aufzuschreiben, zum Beispiel für eine Zeitung. Bei Elias und Flo ist es die Schülerzeitung. Manche stellen solche Interviews auch ins Internet. Dabei muss man aber gut aufpassen, dass alle damit einverstanden sind. Dieses Mal ist unsere Aufgabe 1 nicht sehr lang. Du sollst wieder alle Verben im Perfekt, du weißt, die gesprochene Vergangenheit, markieren. Drei neue Verben sind auf der Seite 7 schon vorgegeben. Die anderen drei, es ist übrigens jedes Mal dasselbe Verb, findest du selbst. Wenn du fertig bist, sehen wir uns wieder bei Kapitel 3b, Arbeitsheft, Interview mit einem Sieger. Bis gleich!